Hallo und herzlich willkommen nach Ewigkeiten und einem Gespamme von irgendwelchen unnützen Videos von Simutrans mit Fahrten und zurück bei F95-Kamerun, wobei der Fokus deutlich auf F95 liegt, so zu 99%, bla bla bla. Im Football Manager oder Fußball Manager oder wie auch immer, Association Fußball Manager, wie die Amerikaner sagen würden, wenn sie wüssten, wofür Stocker stehen würde, 2014. Und in dieser Folge widmen wir uns der DFB-Pokalrunde. Das müsste eins sein, ne? Ist ja egal. Auf jeden Fall beim DFB-Pokal gegen Havelse. Das Spiel. Würden wir jetzt ein Freundschaftsspiel gegen Havelse haben, würde ich es auf jeden Fall überspringen. Und die Reserve hat gegen Werl gewonnen. Aber das ist immerhin ein DFB-Pokalspiel. Und das müssen wir auf jeden Fall angucken. Jahreshauptversammlung. Uiuiui. Wir sind nicht. Hallo, wir sind doch nicht sportlich schlecht. Oh Gott. Einig. Ups, was war das? Ach du Scheiße. Wollen sie die sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv. Hallo, was ist denn heute los? Er hat die ganze Zeit hier aus dem Spiel geschmissen. Ja. Das ist Nummer 3 inzwischen. Machen wir schneller. So. Jetzt auch. Ja, leicht zustimmen. Ja, ich stimme zu. Die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Ja. Nee. Also bitte. Oh, das Vertrauen ist bei 18. Perfekt. TSV Havelse ist dann heute dran. Jetzt wird er irgendwas an der Taktik ändern. Wir sind doch die geile Top-Spiel. Oder wir sind eine Top-Mannschaft noch. Ist vielleicht eine Top-Zweitligamannschaft. Aber naja, ansonsten, ja, so 58 Spielmacher ist Adam Lamberts. Oder, nee, der ist Adam, oder? Oh Gott, jetzt bin ich schon. Ja, diesmal gibt es eine zusätzliche Siegprämie, weil es der Pokal ist von 100 Euro. Nicht das wichtigste Spiel des Jahres. Oh, man sollte so passen. Bonse. Wie ist der? Der hieß doch, wie heißt er? Ach, Andrea. Adam Wabotzek, ne? Ja. Sorry. Irgendwann krieg ich's hin. Adam, Axel, Andreas. Das alles ist der. Ich werde dich mein Leben lang verwechseln. Das ist mein Leben lang hier als Trainer. So lang, zumindest so lange sie noch im Verein sind. Wir sind erschöpft angeblich. Oh ja, oh ja. Eigentlich dürfte ich Levels nicht spielen lassen oder Levels oder. Ist mir auch egal. Foromitschow ist. Ach, an Gottbus. Den Coachbus. Der war alt, ich weiß. Ja, viel Spaß beim Verkacken, würde ich dann mal sagen. Toiletten sind mir doch egal, ob die so wenig Toiletten haben. Scheiß Gott, Busser. Müsst ihr euren Code halt im Bus machen. Ja, war so. Scheiße. Oh. So, wir kommen auf jeden Fall weiter. Aber nicht schäme ich mich.
3D-Match wird geladen. Unterhaching hat seit 2 Spielen nicht mehr gewonnen. Bielefeld hat in dieser Saison in der zweiten Halbzeit der Liga noch kein Tor erlangt. SC Paderborn hat seit 2 Spielen nicht mehr gewonnen. Chemnitzer FC hat in der zweiten Halbzeit noch kein Tor erzielt. Kühne, Unger, Nickel, Birkner, Küster, Stingel, Müller, Reimann, Taute, Runge, Herzlich willkommen, die Zuschauer sind schon im Stadion Giefer, und freuen Schmidt, sich auf Galatka, Maletzers, Levels, Bellinghausen, Wozzeck, Lambers, Fink, Riesinger, Reisinger und der Erwidorfer. Die Trainer wissen auch schon, Sebastian, wie die Marschrichtung heute aussehen soll. Ja, gerade weil ja alle Stars dabei sind und wir haben uns lange drauf gefreut, die Fans natürlich auch. Ja, also jetzt, so gerade sieht's... Und Solisten was macht? ...auf dem Platz sozusagen in einem Stadion vereint und ich denke, das ist ein Grund dafür, dass ja, es heute dann ein richtig gutes Fußballspiel werden wird. Also... Nee. Platz. Ach, das sind wir die Weißen. Wir sind die Roten. Und den hat er super rausgeholt. Ja, wichtiger erster Ball jetzt hier für den Torhüter. Das gibt ihm Selbstvertrauen. Weit nach vorne geschlagen. Also ja, dann bist du. Also ich bin's ja gewohnt, rot zu sein, ne? Also, weiß steht euch aber auch sehr gut. Das ist die Farbe von Deutschland. Sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Wobei bei der WM will ich lieber nicht in der Farbe von Deutschland sein. Und deine Situation wurde eingeschätzt. Dann lieber in der Farbe Rot, Rot, wer hat Rot? Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er da Belgien. Noch Gelb kriegt. Belgien, Rot. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Ich verstehe ja, dass sich jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Müller, sagt der Thomas. Thomas Müller hier. Und so sieht hier ein Pass aus. Gerd Müller. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Vereine solche alten Spieler haben. Unglücklich in dieser Situation. Oder bist du unser Minister? Also, ehrlich, der Kopfball hätte auch ja. genauso gut drin sein können. Fink, Oliver, glaube ich, nicht Otto, aber O auf jeden Fall. Hoffer, Reisinger, wer bist du mit vorne am Reisinger? Sag mal bitte. Stefan. Das ist Olli Fink, gut. Oliver. Ball gleich wieder zurückerkämpft. Ball wird besser. Aber ist immer noch scheiße. So, wer macht Einwurf? Thomas? Ne, Tobias, ne? Ja, Tobias. Fink. In der Mitte auf Ungar. Seine Hereingabe. Wolfsburg für 2-0 gegen Jena in der 14. Minute, okay. Frankfurt, ja, welches Frankfurt? FSV oder Eintracht? Ich gehe mal von Eintracht aus. Dynamo Dresden? Vielleicht stimmt gegen Bayern, der 16, das ist 1-1, aber Bayern hat ausgesetzt. Aue 1-1 gegen Darmstadt, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Duell. Elatissen 1-0 ah, gegen Leverkusen gesehen. Hinten, das ist logisch. Und das den hat viele nicht zu tun. Gesehen, aber der Torhüter war und Tausend gegen hat gegen Schalke ausgeglichen, das ist überraschend. Ja, Lambatz. Erwin, meine was Güte. Was für eine Übersicht, was für ein Ball. Runge. Ja, und dafür hat er das Ruprecht, Auge klasse Lattka, gespielt. Schmidtke. Jetzt führt Schalke gegen Sandhausen. Ja, Spiel raus. Union Berlin führt gegen Wien Wiesbaden. Ja, halbwegs realistisch, denke ich. War das? Schmidt, Gall, Axel Bellinghausen. Muss ich Vornamen nennen. Andreas, ne? Ja, Andreas Lambert. Und das Ganze Saarbrücken führt. Abbrücken führt gegen Köln. Schaut euch, Junge, schaut euch. Bayer führt 2-0 gegen Elatissen. Ah, da ist der Abstoß. FSV, also was eben Eintracht. FSV Frankfurt führt 1-0 gegen RB Leipzig. Das Erwin ist Hoffer. Heutzutage unrealistisch, zu der Zeit wirklich. Das war clever gepasst. Bremen führt 1-0 gegen den MSV. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler Meidericher den Ball nicht Sportverein hätte. Duisburg. Raus aus dem Gefahrenbereich und dann in die Offensive. Maletzas, wie heißt du mit Vornamen? Stylianos. Das werde ich nicht hinkriegen. Stylianos Maletzas. Oliver Fink. Der war doch Oliver. Ja, Oliver. Nicht Otto. So hat er den Ball mit der Brust angenommen. Stefan! Oh Mann. Der Keeper riskiert Kopf und oh, Elatissen hat ein und Tor gemacht. Den Ball heran. Das ist überraschend. Schalke führt 3-1 gegen Sandhausen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Spiel
bisschen scheiße verloren. Sorry, suboptimal. Wolfsburg für 3-0 gegen Jena. Okay, also Jena heute ist nicht euer Spiel, ne? Lotte macht den Ausgleich gegen 1860. Das ist überraschend. Ist Lotte eine Chance? Die Verteidigung spielt sehr diszipliniert. Gönne ich den aber. Leute sind mal gut. Dortmund für 3-0 gegen Fortuna Köln. Elatissen. Das war kein guter Pass und die Strafe. Hat noch ein Tor einkassiert. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Duisburg-Bremen. Duisburg gleicht aus. Schalke macht das 4-1. Es ist gerade echt nicht spannender, als zu kommentieren, was die anderen Vereine machen. Das ist hier gerade echt langweilig. Dortmund 4-0 gegen Fortuna Köln. Also irgendwie glaube ich, dass das hier... wie hieß mein Gegner? Ah ja, Havelse gewinnt. Havelse. Oder Havelsee. Ja, das ist der Havelsee. Ja, das war ordentlich, aber unterm Strich halt doch keine Gefahr für den Torhüter. Jo, wait. Wie heißt das da? Kiefer, richtig. Fabian Kiefer. Kieferbruch oder so. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mittelfeld. Hoffer. Mit den Fingerspitzen das war scheiße, Junge. Das war scheiße. Bayern. Bayern geht wieder in die Führung. Darmstadt gleich gegen Aue aus. Ich wusste gar nicht, dass Aue schon ein zweites Tor geschossen hat. Obwohl, etwa zeitgleich mit was anderem, dass er mich getriggert hat. Überhaupt oder kein ich habe mal aufs, auf unser Spiel geachtet. 2 Minuten Nachspielzeit. Kühne, verkaufen Sie Senf. Kein Risiko eingehen, klärt. Kühne war doch der Senf, oder? Erwin Hoffer. Und nach 45 Minuten haben die Zuschauer noch keinen Treffer gesehen. Ein verrücktes Spiel. Beide Mannschaften haben hier in den ersten 45 Minuten tollen Offensivfußball gezeigt. Nur Tore waren bis jetzt Mangelware. Mal sehen, ob sich das in der zweiten Hälfte... Ja, Kühne stellt Essiggurken und Senf. Ja, also haben sie mal Senf. Also, Reisinger. Ben Schopp kommt für Reisinger rein. Haben wir noch einen neuen offensiven Mittelfeldspieler rein hier für Lamberts. Kommt mal hier, Wersting hat besser drauf hier und der Kenia. Kenia kommt für Lamberts. Und wer meint denn hier noch gut in Form sein zu können? Oh, da kommt mal der. Ich hab dich heute. Malitz, hast du das heute scheiße gespielt? Kommt der Bornheuer? Bornheuer oder Bomheuer? Bomheuer. Bomheuer. Das den. Oder Dustin? Wahrscheinlich eher Dustin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Frische? Ach du Scheiße, Frische ist auch. Lässt bei Herrn Levels, wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht. So wünschen übrig die Note. Ja, Schmidtgall hat ganz gut gespielt anscheinend. Giefer, du hast super gespielt, finde ich. Motivier dich mal. Bellinghausen auch ganz gut. Levels und Horvath. Oder lebe ich nehme Levels, das ist einfach. Na, ich nehme so, wie es gerade kommt. Perfekt. So. Bomheuer kommt rein. Kenia kommt rein. Und. Hab den Namen schon wieder vergessen. Benjob. Und die Charlison. Läuft. Charlison. Kenia. Ist Kenia eigentlich schwarz? Ich frag mich. Ich geh mal davon aus. Eintracht führt jetzt schon 2-0 gegen Offenbach. Ach, das passt ja perfekt. Offenbach gegen Frankfurt. St. Pauli führt 1-0 gegen Holstein Kiel. Stingel. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Kenia. Kenia, du sollst dich nach Kenia spielen. Und darauf eigentlich müsste Kühne zu uns wechseln. Düsseldorf ist ja für seinen Selbst bekannt. Ja, der Posten. Hoffa, das gibt Leipzig gleich gegen den FSV Frankfurt aus. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Wow, sehr gut, Bayern macht noch ein Tor gegen Dresden. War da nicht mal ein 1-1? Ich hab mir gedacht, wow, der so steht ja bei 1-1. Wow, Augsburg führt gegen Heidenheim. Ja, erwartungsgemäß, dass die weiterkommen, finde ich. Bei Heidenheim auch nicht zu unterschätzen ist. Kann aber auch nur aus der heutigen Perspektive reden. Freiburg für 2-0 gegen Chemnitz.
Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Halle. Wie heißen die nochmal? Chemie? Nicht Chemie, Halle, wie heißen die nochmal? Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Vergessen, wie Halle voll heißt. Ist egal. Jedenfalls führt Halle. Halle. Erwin Hoffer. Aber das ist Halle an der Saale, nicht Halle in Westfalen. Herrliche Ballstaffette da über mehrere Stationen. Ja, wenn das kein Freistoß führt war. Führt durch. Eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters, finde genial. Ich. Nur Freistoß. Ach, wir haben Freistoß. Ja, der Ball ist halt vom Pfosten. Und der geht ja rein und jetzt ist er drin. Das 1-0 gegen Kavese durch den Erwin. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Ja, das war Gott, klasse gemacht. Okay, das ist eine das knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. Ich glaube, bei Löschung muss ich noch das Logo auslöschen, habe ich ja mal gesagt. Wirkner. So, ihr seid jetzt bitte eher defensiv. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und hier bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig, er zeigt rot. Na, was für eine unnötige Aktion, rote Karte und sie führen doch. Also etwas mehr Vorsicht. Wäre doch angebracht gewesen. Ja, das gebe ich aber. Oh, Mesut Kerber. Wenn ich nicht Mesut Özil ist, ist mir egal. Oder Angelique Kerber. Angelique Kerber. Oh, die stelle ich mir auch. Angelique Kerber. Also mit den Flanken bringen die den Torwart aus der Ruhe. Erst der kühne. Hier in der Mannschaft spielen der kühne Senf und Angelique Kerber. Da am Rande der Seitenauslinie warm machen und Ballmärt. Ach nee, schwer, was ist das wieder für ein Name? Hier Mert Nathan oder der andere Mert auf YouTube steht bevor. Das scheint so gut wie fest zu stehen, denn wir sehen die ja. Ich mach mich wieder bei Namen lustig. Doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Kakao! Ach, der lebt noch! Da waren die Zuschauer. Doch, der war nix tot! Also, Rente dann. Gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit lebe, geklärt hat. Ja, das sieht der Trainer gern. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Baumheuer? Wie ist er? Das denn ist der, ne? Das denn Baumheuer. Wie ist er? Levan Kenia, okay. Erwin Hoffer. Weit weg vom Tor. Genau in den Winkel. Oh. 2-0. Trotz Unterzahl. Oh, und da hat das Doppelpack. Was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Gleich mal hier auch mal mit FIFA 18 als Bild. Finde ich auch lustig. Angelique macht den an. Ne, wie nennt man das dann? Anstoß? Oh, schön, das macht Spaß. Angelique Kerber, Dingel. Und da kommt Lakta wieder. Hamburg führt 1-0 durch Zua gegen Stuttgart. Nee, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch eben das 1-0 durch Kakao gemacht. Was für Fall. Münster, Braunschweig 0-1. Braunschweig hat ein Tor gemacht in der 77. Minute. Schalke macht das 5-1 gegen Sandhausen. Hat Sandhausen nicht mal geführt. Also Schalke Sandhausen, das ist schon eindeutig. Das hätte damit echt nicht gerechnet. So scheiße Sandhausen. Aber gleich gegen Darmstadt aus durch Silvester. Silvester Stallone. Taute. 82% erfolgreiche Pässe. Geht deutlich besser. Axel Benninghausen, Levan Kenia. So die zweite Aufstellung der zweiten Zeit. Die Männer gefallen mir deutlich besser. Was für eine Zwickau führt 1-0 gegen Muchen Glubach. Angelique Kerber am Ball. Daneben stand Dustin Baumheuer, hat den Ball leider nicht gekriegt. Stingel läuft auf den Ball zu. Kenia am Ball, Levan Kenia, ja, Erwin Hoffer. Wie heißt er? Charlison. Charlison Benchop. Angelique Kerber wieder am Ball. Ja, der ist doch nochmal glimpflich. Und er schießt Richtung Kiefer, aber wird Foul, aufgehalten. Es gibt nur Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Nee, da hat er zu wenig Zielwasser getrunken. Zielwasser? Aber nicht Kölschwasser hoffentlich. Wir spielen mit einer Düsseldorfer Mannschaft.
Gut gemacht. Angelique Kerber gegen Dustin Baumheuer. Dustin Baumheuer gewinnt. Levan Kenia gegen Ruprecht. Nicht Ruprecht. Wer ist der wirklich tot? Stefan. Ach, das ist wie unser Typ, den wir ausgewechselt haben. Wie ist der nochmal? Stefan Reisinger. Völlig zu Recht, es gibt Freistoß. Angelique Kerber. Knappe Entscheidung, das hätte genauso gut Elfmeter sein können. Angelique Kerber schießt auf die Mauer. Aber schießt daneben. Schießt an dem Kiefer vorbei. Wir befinden uns in der Nachspielzeit. Fortuna Düsseldorf gewinnt 2:0 gegen den TSV Havelse. Auswärts in Havelse. Und das ist es. Und der Trainer ist aufgesprungen und freut sich mit seinen Spielern, denn durch diesen Sieg sind sie in der nächsten gemacht. Runde. Das ist doch fast so. So, Ballbesitz ist dann am Ende 47% für uns, das ist ziemlich scheiße. Für den Fortuna Düsseldorf gegen TSV Havelse, aber lange wir gewinnen. Erwin Hoffer und Sascha Unger sind gleich gut. Oder für die durchweg schlechtere Spieler sind. Nur an Ambotzek hat doch Rot. Zweite Runde, wollen wir langsam laufen lassen? Ja, wir machen mal langsam hier. Oder Moment, ich guck mal eben, was die Folgenlänge sagt. Ach, die Folgenlänge sagt perfekt langsam. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, dem sage ich schon mal tschüss, bitte, es wird gleich nichts mehr passieren, außer eben diese Auslosung. Ich würde das jetzt aber gerne langsamer machen. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne abschalten, wenn ihr jetzt keinen Bock drauf habt. Oder vielleicht einfach auf zweifache Geschwindigkeit. Oder halt vorspulen, um dann zu sehen, wer mein Gegner ist. Hoffenheim gegen St. Pauli ist interessant. Hessen-Kassel gegen Nürnberg ist der Sieger klar. Ingolstadt, Arminia Bielefeld. Ich zähle dir zu Ingolstadt. MSV Duisburg. Ui, jetzt ich. Das wäre so. Freiburg. Freiburg könnte, glaube ich, bessere Chancen haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Darmstadt. Darmstadt ist gut. Ja, Schalke. Schalke gewinnt auf jeden Fall. Wenn nicht, dann. Nein, peinlich. Hier FSV Zwickau, Frankfurter Sportverein, Frauensport, okay, hör schon auf, Stuttgart hat da auch deutlich die besseren Chancen. Der Kräuter führt, nichts mit den führenden Kräutern zu tun, gegen Osnabrück, und das wird knapp meines Erachtens nach, also führt ist schwächer. Saarbrücken ist weiter, das ist auch irgendwie so eine Sache. Gegen Berlin. Ich glaube, Berlin hat da die besseren Chancen. Aber Saarbrücken ist gern mal für Überraschungen offen. München gegen Wolfsburg. 18:16. Ich glaube, Wolfsburg hat da die besseren. Ich meine, ich hätte es wie beim Namen vor meinen zu. Okay. Ach du Scheiße. Das Spiel ist für uns quasi verloren, aber wir versuchen natürlich das Beste. VfL Bochum gegen Hannover 96 sieht gut aus. Spannendes Duell, aber Hannover hat die deutlich bessere Chance. Jetzt Bayern. Ja. Top. Und gegen Braunschweig sollte der Sieger feststehen eigentlich. Eintracht Frankfurt gegen. Ne, ja, Cottbus, ja. Eintracht Frankfurt ist da deutlich stärker. Wien Wiesbaden gegen. RB Leipzig, das wird spannend. Bayern 4 gegen, ja, jetzt wäre Bayern das Fährste. Da wird es nämlich ein spannendes Duell. Hamburg FV, aber das wird auch spannend, glaube ich. Ja, das wird jetzt ganz spannend. Augsburg und dann der FC Bayern, München. Letztes gezogen gegen Augsburg. Das wird ein Derby. Ja, quasi Nachbarstädte. Nutze nicht, aber die nächsten Großstädte zueinander. Metehan Ristü entscheidet sich für Borussia Dortmund. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach die Folge beenden. Ja, super. Ich gehe nochmal eben das hier durch. Bonsé ist noch 3 Wochen verletzt. Bonsé, war das ein wichtiger Spieler? Nein. Oh, Kenia ist wirklich ein guter Spieler. Am Wochenende überhaupt nicht spielfrei.
So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Fortuna Düsseldorf und eurem Trainer Horst Schmitz. Tschüss, tschüss.